Krav Maga, ja? Zeig mir das doch mal im Ring, ne? Fresh, Jochen von Krav Maga, schön, dass ihr heute dabei seid. Manche sagen, Hauptsache Sparring, 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 Sparring. Wir haben ein Problem damit. Wir möchten euch heute erklären, was der große Unterschied zwischen Selbstverteidigung und Sparring ist, warum es sehr wichtig ist, andere Dinge vor allen Dingen zu trainieren, auch wenn Sparring seine Daseinsberechtigung hat, aber warum es sogar gefährlich ist, hauptsächlich Sparring zu machen. Ich hoffe, ihr seid gespannt, es geht jetzt los. Zur Definition, was ist eigentlich Sparring? Sparring ist im Grunde eine Boxsimulation oder eine Kickbox-Simulation. Man kann auch Sparring in verschiedenen Kampfkünsten machen, aber grundsätzlich gilt immer, beide sind sich einig, beide trainieren, sie geben nicht Vollgas, das ist total wichtig, und sie tänzeln quasi und nutzen immer wieder mal Distanz, bauen Distanz auf, überbrücken sie, versuchen sich in verschiedenen Techniken, kampfsportlerisch am anderen, und der große Unterschied zum richtigen Kampf, den wollen wir gleich ausführen, aber das ist erstmal die Kernidee vom Sparring. Es hat auch nicht so viel mit Abhärtung zu tun. Ihr bekommt zwar was auf den Deckel, aber im Vergleich zu Abhärtungstraining, wie es auch im Thai-Boxen oder im Krav Maga üblich ist, ist das nicht der wesentliche Faktor. Zweitens ist es so, dass Sparring einvernehmlich beginnt und startet. Quasi wie eine Ringglocke, die läutet. Meistens beim Sparring im Training läutet die nicht wirklich. Da gibt man sich einfach die Hand oder Touch Gloves und dann startet man. Das heißt, es beginnt zu einem verabredeten Zeitpunkt. Und drittens ist es so, es gibt eine Anzahl von Techniken, die erlaubt sind. Das heißt, in dem Fall haben wir gesagt, okay, wir boxen. Vielleicht ist es auch so, dass ihr Sparring macht und er fängt dann an mit einem Low-Kick. Dann wisst ihr gleich, aha, treten ist offensichtlich auch erlaubt. Das wird nicht immer so explizit noch einmal aufgeführt, was alles erlaubt ist und was nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Vereinbarung. Wir machen keine unfairen Techniken, sondern wir halten uns an das Programm und arbeiten fair. Sparring ist super, versteht uns nicht falsch. Es gibt viele Vorteile im Sparring. Ihr habt einen Gegner, der sich bewegt. Ja? Ihr müsst versuchen, ihn zu erwischen, obwohl er sich bewegt, das auch nicht zulässt, wie jemand, der eine Pratze hält. Es ist so, dass es auch anstrengend ist, was ich gerade wieder gemerkt habe. Es ist halt sehr sportiv. Mehrere Minuten im Ring sind toll. Und das Dritte ist, ihr bekommt natürlich auch was ab. Ja? Der Gegner gibt 40%, 60%, 20%, in der Regel immer ein bisschen mehr als vereinbart. Aber man groovt sich irgendwo ein und ist sicherlich auch ein gewisser abhärtender Faktor mit dabei. Was sind also die großen Unterschiede zwischen einem echten Kampf bzw. dem Thema Selbstverteidigung und Sparring? Zunächst einmal ist es so, wir wollen uns gar nicht lange mit jemandem aufhalten. Wir gehen nicht bereitwillig in einen Austausch, in einen Kampf, tänzeln umher, bleiben vor Ort und konzentrieren und fokussieren uns nur auf ihn. Echter Kampf bzw. Selbstverteidigung und Krav Maga beinhalten vor allen Dingen Flucht und Vermeidung. Das heißt, ein Riesenberg von dem, was in der Selbstverteidigung wichtig ist, lernt ihr nicht beim Sparring, sondern in den Szenario-Trainings bzw. in der Theorie. Ja? Oh, willst du hier durch? Ja. Hey, verpiss dich! Das andere ist, dass die Techniken verabredet sind. Ja, zugelassen sind Boxschläge, wahrscheinlich oben auf dem Kopf nicht, ein Ellenbogen wahrscheinlich nicht. Möglicherweise könnt ihr das auch einbauen mit dem Ellenbogen. Achtung mit der Verletzungsgefahr, ihr wollt ja für etwas trainieren, was ihr nicht erlebt. Deswegen ist es auch Blödsinn, sich die ganze Zeit die Köpfe einzuhauen. Aber wichtig ist, ein echter Kampf hat keine Regeln in Bezug auf die Techniken. Wenn ich im Sparring auch in die Eier treten darf, beißen darf, in die Augen stechen darf und abhauen darf, wäre wahrscheinlich das Sparring ziemlich freudlos. Und ein Riesenfaktor ist, dass der Kampf auf der Straße nicht offiziell eingeläutet wird. Im wahrsten Sinne, es gibt keine Ringglocke, beide sind sich einig, jetzt kann es losgehen. Wenn ihr euch verabredet zum draußen prügeln, ist das auch keine Notwehr und keine Selbstverteidigung, das ist wichtig. Hm? Meine Bar hier. Hey, okay, piss dich jetzt. Der Unterschied ist, ich will das nicht zulassen, ich will mich entziehen, aber wenn ich kämpfen muss, ist es entscheidend, zuerst zuzuschlagen. Denn nicht der mit den besseren Techniken gewinnt, sondern dem es gelingt, den anderen zu treffen. Und die Chance ist viel größer, in einer Diskussionssituation beispielsweise, wenn es eskaliert, die Reißleine zu ziehen und zuerst zuzuschlagen. Das ist doch voller Bullshit! Das ist doch kein Bullshit, zum Beispiel Kopflos, Kopflos! Ihr müsst ja nicht bei dem einen Schlag bleiben, es muss ja kein K.O.-Schlag sein, sondern ein Entry, ein Opener. Ja, ich schlage einmal zu, Backpfeife, Palmstrike und dann schnappe ich ihn mir und gehe ab wie die Feuerwehr. Jemand, der getroffen wird, und anschließend weiter bombardiert wird, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Tekken spielt,
Das ist viel besser, er entwickelt gar nicht seine Techniken auf dem Feld, ich will nicht zuschlagen und anschließend wegtänzeln und gucken, was als nächstes kommt. Zudem ist ein großes Problem, dass viele Techniken, die ihr im Kampfsport, also auch im Sparring, einsetzen könnt, auf der Straße nicht gehen, weil die Räumlichkeiten nicht so sind. Wenn ihr im Treppenhaus angerempelt werdet... Nein, da bist du ja nicht, komm! Ja. Und der schlägt plötzlich zu, wenn ihr in der Bar steht, zwischen euch ein Barhocker, neben euch die Freundin, vor euch der Tresen. Verpiss dich! Ja, ey, meine Bar! Gut. Ihr habt gar keinen Raum, um richtig schön zu arbeiten, euch zu bewegen, wie im Boxring. Wir haben eine Rechnung auf. Sondern ihr habt überall störende Gegenstände. Diese müsst ihr beim Kampf einbeziehen. Ein richtiges Sparring beim Krav Maga müsste also technisch gesehen in einem Raum voller Gegenstände sein. Und dazu kommt, ihr dürft keine Waffen beim Sparring benutzen und habt immer nur einen Gegner. Es ist ein Riesenproblem beim Kampf auf der Straße, wenn ihr euch nur auf einen Gegner konzentriert. Deswegen bin ich ein großer Verfechter der Auffassung, dass Brazilian Jiu-Jitsu nicht ideal für Selbstverteidigung ist. Wenn ich auf dem Boden liege, ist das eine Einladung für Dritte. Und wenn meine Freundin mit dabei ist und ich lande auf dem Boden mit so einem Typen, dann wird sie schon zeigen, was abgeht. Unsere Befürchtung ist, ihr werdet in einer Selbstverteidigungssituation das anwenden, was ihr hauptsächlich trainiert. Wir glauben zwar nicht an fancy Techniken, die funktionieren in solchen Umgebungen, aber wenn ich immer mit einer Ringglocke arbeite oder verabredeten Kämpfen, mit fairen Techniken, ohne Waffen, ohne mehrere Gegner, in einem freien Feld, da gewöhne ich mir das Falsche an. Ich will ja aus der Situation rauskommen. Am besten ihr trainiert Deeskalation, ihr trainiert Abstand einhalten und ihr trainiert vor allem den Erstschlag. Ich denke, zu 30% Kampfvermeidung zu trainieren, also ausweichen, fliehen, zu 30% Erstschlag üben und dann zu 30% mit harten Bandagen kämpfen, und damit meinen wir im Fahrstuhl, auf dem Boden, in der Ecke, mit Vollgas, aber nicht im Sinne eines Sparrings, nicht im Sinne von Touch Gloves, Abstand einnehmen und dann tänzeln, ja, und Deckungslücke suchen, wieder ran, vor allen Dingen wieder rausgehen, nachdem ihr getroffen habt. Da gewöhnt ihr euch das Falsche an. Wir wollen mit Härte trainieren, wir wollen, dass ihr einstecken könnt und trotzdem euch wehrt. Aber dieser asymmetrische Situation in einer Selbstverteidigung ist was völlig anderes als ein Boxkampf. Und vor allen Dingen als eine Boxkampfsimulation. Also hört nicht auf den Hinweis Sparring, 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 sondern versucht situativ zu trainieren und versucht mit Härte zu trainieren. Aber eben nicht nur Sparring. Ihr sollt ja mit Gegenwehr trainieren. Es ist total gut, wenn ihr auch situatives Sparring macht. Also zum Beispiel, ihr versucht jemanden auf Distanz zu halten für eine gewisse Zeit. Oder ihr versucht durch die Schläge durchzugehen, wie durch die Brandung zu schwimmen und in den Clinch reinzukommen. Oder ihr befreit euch, gebt ihm noch einen Eierkick, schubst ihn und haut ab. Also etwas, was wirklich auch geeignet ist, in der Selbstverteidigung anzuwenden. Ich war mal in einer Massenschlägerei in der Bar in Lagos, schönen Gruß an die Homies, da war das so, da flogen Stühle und Aschenbecher und Flaschen, du hast gar nicht gewusst, wer ist, und das Wichtigste war, wo geht's hier raus, wer ist direkt vor mir, und nicht sich verwickeln zu lassen in einen einzelnen Zweikampf. Ja? Wenn ich in einer Barschlägerei bin, dann möchte ich nicht so gerne mit einem MMA-Profi drin Seite an Seite kämpfen, sondern lieber mit jemandem, der in der Sicherheitsbereich arbeitet. Ja, es gibt ganz tolle Experten in der Sicherheit, mit denen wir auch viel zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel habe ich neulich aber auch eine Reportage gesehen im NDR, Türsteher in Hamburg. Ist ja ein bekanntes Thema, ist auch cool. Dennis Schmidt hieß der, glaube ich. Und der hat der ganze Teil ging darum, wie der mit Menschen umgeht, wie der frühzeitig merkt, boah, da stimmt was nicht, wie der Abstand einhält. Der hat gezeigt, dass er echt was drauf hat im Hinblick auf Umgang mit Menschen, Kommunikation, Deeskalation, Härte zeigen, strikt sein, auch jemanden mal wegschubsen, mal Tür zumachen. Am Ende der Dokumentation, ja, sorry Dennis, hat der ein bisschen Boxtraining gemacht. So schlecht boxe nicht mal ich. Aber der Punkt ist, dieser Typ war voll Profi in dem Thema Sicherheit. Also lasst euch nicht erzählen, dass man im Ring beweisen kann, wie gut man mit dem Thema Sicherheit und Gewaltvermeidung oder Kampf umgeht. Ich bekomme regelmäßig Kommentare oder Hinweise von so einem Heini in Hamburg, der eine Kampfsportschule hat. Was der sagt ist, zeig das doch mal im Sparring, es funktioniert eh nicht, was du machst, Krav Maga ist Mist. Zunächst einmal möchte ich sagen, man kann sowieso niemanden überzeugen, wenn er sagt, das ist eh Mist, also vergebene Liebesmühe. Mir ist die Idee gekommen, was mache ich denn, wenn der jetzt sagt, pass mal auf Jochen, ich finde dich so furchtbar, du kommst jetzt mal in mein Gym und ich zeig dir mal im Sparring, dass ich dich fertig mache.
Was ich tue ist, ich fahre da nicht hin. Ich sage, pass auf, ich finde, du bist ein Nampelmann, aber ganz ehrlich, so, ich will keinen Stress, mach dein Ding weiter, ist doch toll und fahre da nicht hin. Und das ist für mich schon Kampfvermeidung bzw. Krav Maga. Und wenn er die Nase voll davon hat, vor der Tür steht, dann rufe ich die Polizei. Und wenn er in der Bar plötzlich kommt und mich packt, ja, dann haue ich eine Bierflasche auf den Kopf, versuche mich zu wehren, eine Kopfnuss, ich versuche ihm in die Augen zu greifen. Ich versuche keinen Sparringkampf zu machen oder keinen Boxkampf, den ich am Sparring simuliere, sondern was ich will ist, ich schubse den weg und renne aus der Bar raus. Und dann schreibe ich hinterher, haha, Krav Maga funktioniert. Ich verstehe, dass die Kämpfer am liebsten überzeugt werden wollen im Ring. Aber ein asymmetrisches Thema wie Kampf und Selbstverteidigung könnt ihr unmöglich nur durch Härte im Sparring erreichen. Macht lieber Folgendes, zieht euch ein bisschen Schutzausrüstung an und stellt Situationen nach. An der Bar, im Fahrstuhl, im Treppenhaus, der kommt wie aus dem Nichts, der haut zu. Macht das ruhig. Es gibt im Urban Combatives, das ist ja nicht Krav Maga, aber das sind tolle Jungs, die haben Drills, den Windmill-Drill, die hauen sich die ganze Zeit mit Boxhandschuhen auf die Birne, ja, und müssen dann da durcharbeiten. Das ist eine geile Erfahrung, auch wenn es keinen Spaß macht und ich ehrlich gesagt nicht die nächsten 10 Jahre das 2-mal die Woche machen würde. Aber wahrscheinlich denke ich dann am Ende, das war eigentlich besser als Krav Maga. Aber die Idee ist wirklich, Härte ist toll im Training, aber es muss so asymmetrisch bleiben wie eine Selbstverteidigungssituation. Also, rudert euch raus, lasst euch nicht provozieren und wenn ihr Sparring machen wollt, ist das ganz toll, aber verwechselt es nicht und bleibt safe. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und auch an manchen Stellen die Augen öffnen können. Trainiert, wie ihr Bock habt. Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr Ideen noch habt, wie ihr trainiert, schreibt uns das gerne. Ansonsten bleibt fresh, bleibt entspannt. Nächste Woche am Samstag geht es wieder weiter. Und mach Krav Maga. Und wir gehen jetzt erstmal was trinken. Du kommst hier nicht in die Bar. Okay, komm.